Und schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Bastel- und Häkelschule. Nicht erschrecken, es geht ganz einfach und simpel. Und wenn du noch nicht häkeln kannst, ich habe eine tolle Häkelschule drin und dann kann man wirklich die paar Maschen ganz, ganz schnell, easy, einfach lernen. Wir können Eierwärmer machen, mit Ohren oder ohne Ohren, die kann man auch nur mal fixieren und dann wieder runter machen und dann hat man eine Blumeneier. Wärmer Deko oder man tut was anderes drunter wie Muffins, Donuts und das geht alles so als wirklich süße kleine Deko. Und wie einfach die gehen, jetzt möchte ich dir euch ganz gerne mal zeigen. Und dann kann man auch viel, viel mehr mitmachen. Nicht nur zu Ostern, sondern fürs ganze Jahr. Einfach erklärt mit Häkelschrift und. Und wenn du irgendwas siehst, was dich interessiert, zum Beispiel kann man Eier färben, ganz easy, natürlich, mit Gewürzen, mit Tee, mit Schalen, alles in einmal, da gibt es extra Videos von mir drüber, ganz natürlich gemacht und lecker. Und die Farben, ich glaube, die sprechen doch für sich. Marmoriert gleich dazu und. Die Blumenwerkstatt, Häkeln, Stricken, Basteln, Basteln für und mit Kinder, Upcycling, ganz wichtig, Lebensmittel retten, in Verpackungen steckt so viel Potenzial, da kann man so tolle Sachen mit basteln, Naturmaterialien und. Das findest du alles bei mir im Kanal, denn ich bin vom Dorf. Also ist viel von draußen, viel Natur. Oder ich erzähle auch, wie man zum Beispiel mit Futterheu aus dem Discounter ganz tolle Sachen machen kann. Und das immer günstig gehalten, wenn mein Geldbeutel ist auch klein. So, genug geredet, wir fangen an. Los geht's. So, und wenn man dann fertig gehäkelt hat, dann kann man es natürlich noch ein bisschen aufpimpen. Ich habe hier schon mal eine ganze Ecke gehäkelt. Für große Eierbecher, kleine Eierbecher oder hier mal für ein Törtchen. So, und dann nehmen wir einfach ein Ei. Also wenn ihr euch wundert, wie schön die gefärbt sind, das ist ganz natürlich, da habe ich ein ganzes Video drüber, nur mit natürlichen Mitteln, mit Schalen, mit Gewürzen, mit Tee und. Und das wird alles in einem gemacht. Die Eier kommen in kaltes Wasser hinein mit den Zutaten zum Färben, dann wird es aufgekocht und dann kommt drauf an, wie fest ihr euer Ei haben wollt. Ich koche es dann nochmal 4-5 Minuten, dann stelle ich es aus. Lass es noch ein paar Stunden drinnen stehen, bis es kalt ist und schon habe ich meine tollen Farben alles in einmal. Wie gesagt, gibt es extra Videos drüber, ganz natürlich. Und wenn dann wirklich mal ein Ei reißt, was natürlich vorkommt, wie zum Beispiel hier, und innen drin ist es dann wirklich mal ein bisschen angefärbt, das macht überhaupt nichts. Das sind einfach nur Gewürze und Tee und das ist dann immer noch sicher und es schmeckt. So, davon genug geredet. Eierbecher, da nehmen wir uns schön den Eierwärmer oder einfach als Blumendeko. Das wäre vielleicht eine Blume, aber man kann auch ganz toll noch Osterhasenohren dazu machen. Ich habe hier Filz, verschiedene. Man kann auch ganz toll die filzartigen Aufwaschtücher, Lappen vom Discounter nehmen. Die gibt es auch in allen möglichen Farben. Spottbillig und dann kann man daraus Ohren schneiden. Und dann überlegt man sich, welche Farbe hätte man gerne. Lässt man dann natürlich oder nimmt man mal was Kunterbuntes. Das ist ja egal. Und dann kann man sich Ohren schneiden. Ganz easy, aufeinander geklappt. Die Größe bestimmt ihr. Und losgeschnitten, schöne lange Ohren.
vielleicht zwei auf einmal oder mal mein ein Ohr abgeknickt und eins stehend. So, und dann mache ich das ein bisschen spitzer hier, weil ich möchte sie einkleben ins Gewebe. Nächstes Ei drüber hin. So, und dann klebe ich die einfach nur so dran. So ein bisschen rein ins Gewebe mit wenig Flüssigkleber. Und dann kann ich sie auch wieder rausziehen, wenn ich sage, nee, möchte ich fürs ganze Jahr noch vernehmen. Oder du nimmst ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Das geht genauso. Brauchst ja nicht nur für einmal machen, sondern fürs ganze Jahr. So, und dann einfach das Gewebe ein bisschen aufgedrückt. Rein mit Zahnstocher, hilft da immer ganz gut, wenn wir es mit reindrücken, durchziehen, trocknen lassen. Fertig. So, nächstes Ei genauso, nächstes Ohr genauso. Und dann hat man Hasenohren. Eierwärmer, lustige. Und natürlich kann man die Ohren auch ganz simpel ein bisschen annähen, durchstecken, innen ein bisschen festgenäht mit ein paar kleinen Stichen im Nähgarn. Und dann hat sich das auch. So, und dann wünsche ich eine wundervolle Zeit. Noch viel mehr Videos, die dazu passen. Häkeln, stricken, basteln, basteln für und mit Kinder, Frühling, Sommer, Herbst und Winterideen. Die Blumenwerkstatt und. Findet ihr immer am besten auf meiner Startseite kreativ-reich die Kika Plauderei. Oben ist eine kleine Leiste, da steht Playlist und da klickt man das an und da hat man es. So, und jetzt sind die Blumen, Deko, Hütchen, Eierwärmer und fertig. Wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen. Alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Tschüss.